Hallo Leute, im heutigen Minecraft-Trick-Tutorial möchte ich euch diese wirklich super schöne und simple Rüstungsvitrine vorstellen. Das Originaldesign zu diesem Konzept stammt von Twists und der Link zu ihm ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Wie man schon auf dem ersten Blick erkennen kann, ist diese Vitrine dazu da, eure Rüstung da drinnen zu schützen bzw. diese auf eine sehr, sehr coole Weise zu präsentieren. Wenn wir nun an unsere Rüstung gelangen wollen, gehen wir einmal auf die Druckplatte, nehmen uns den jeweiligen Rüstungsbestandteil, ziehen diesen an oder ziehen unsere Rüstung wieder aus und legen sie auf unser Skelett. Wenn wir nun von der Druckplatte runtergehen, sehen wir, dass die Pistons wieder nach unten fahren und unsere Rüstung vom Glas eingeschlossen wird und somit sich wieder in der Vitrine befindet. Die Materialien, welche ihr braucht, um diese wirklich schicke Apparatur zu bauen, findet ihr unten in meiner Hotbar. Los geht's, indem wir zuallererst auf unsere 3x1 große Grundplattform eine Druckplatte platzieren. Nun gehen wir hier 1, 2 Blöcke nach unten, nehmen das Redstone-Signal hier vorne von der Druckplatte raus und leiten es nun nochmal einen Block weiter nach unten und noch einen Block weiter nach vorne. Auch hier platzieren wir jetzt ein Redstone und noch ein Redstone. Nun müssen wir hier vorne einen Sticky-Piston, welcher nach oben ausgerichtet ist, mit Shift-Klick auf das Redstone setzen. Darauf kommt jetzt ein Glas. Block und jetzt müssen wir natürlich auch noch den oberen Piston bepowern. Dazu lassen wir hier eine kleine Treppe nach oben gehen, entfernen die unnötigen Blöcke, setzen hier eine Redstone-Torch, die dafür sorgt, dass unser Piston bepowert wird. Nun leiten wir das Signal bis nach hier oben, nehmen jetzt hier vorne nochmal einen Block, setzen diesen hier hin, sodass die Redstone-Leitung auch hier aktiviert wird und nun nehmen wir uns ein paar Half-Slabs und bauen damit eine kleine Wendeltreppe, welche immer wie folgt aufgebaut wird. Wenn wir jetzt das Redstone-Signal weiter nach oben leiten, sehen wir schon, dass wir noch einen Block zu niedrig sind, deswegen setzen wir jetzt hier einen soliden Block und hieran einen Sticky-Piston mit Glas, welcher nun automatisch auch ausgefahren sein sollte. Das heißt, unsere Konstruktion ist jetzt fertig, die Pistons sind ausgefahren und wenn wir auf die Druckplatte gehen, sehen wir, dass diese sich auch richtig öffnen. Jetzt fehlt natürlich nur noch unser Armor-Stand, das heißt, wir gehen auf die Druckplatte, platzieren hier unseren Armor-Stand, ziehen den unsere Rüstungsteile an und wenn wir jetzt runtergehen, sehen wir, tada, unser Armor-Stand ist jetzt in seiner Vitrine. Ich hoffe, dieses kleine Quick-Tutorial hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten findet ihr unten in der Videobeschreibung viele weitere interessante Tutorials und mir bleibt an dieser Stelle nur noch übrig zu sagen, danke fürs Zusehen.